Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen. Guten Morgen für die, die jetzt live sind. Guten Abend für die, die heute Abend anschauen. Gute Nacht für die, die heute Nacht es anschauen. Ich werde vielleicht eine letzte Geschichte erzählen, wo manchmal vom Verstand es gar nicht passt. Aber der Heilige Geist hat mit meinem Verstand, mit deinem Verstand nichts zu tun. Er weiß. Ich bin einen Tag in den Chapter gefahren, nach Norddeutschland. Und unterwegs sagt der Herr mir dieses Wort. Sag, Piero, du sagst, du glaubst, du wirst nicht sterben, aber ich sage dir, du wirst sterben. Und das ist so nicht meine Art zu predigen, das ist gar nicht. Und ich habe den Zusammenhang auch nicht ganz verstanden. Und ich sagte, wie, wo, was? Und der Heilige Geist hat gesagt, hat nur das gesagt. Ich komme in den Chapter, gebe mein Zeugnis, mache einen Aufruf. Will gerade einen Aufruf machen und der Heilige Geist sagt, stopp, sag das. Ich denke, das hat doch keinen Sinn jetzt. Und ich sagte dann plötzlich, und du glaubst, du wirst nicht sterben, aber ich sage, du wirst sterben. Und ich sage so raus und mache einen Aufruf. Und ich vergesse es nicht, da kamen 17 Leute nach vorne. Und dann ist mir aufgefallen, dass ein Ehepaar vorne gestanden ist, so ein älteres Ehepaar, so 70, 75 Jahre, und die haben geweint, alle beide, wie ich die Nachricht bekommen hätte, dass alle zwei Krebs hätte und weiß nicht was, die sind total zusammengebrochen und haben geweint. Und ich habe dann so kurz vor diese Leute gebetet, die haben ihr Leben alle Jesus gegeben, und am Abend habe ich mich mit dem Chapterleiter dort getroffen und da war begeistert. Ich sage, Piero, weißt du, wer die zwei Leute war, wie ich so geweint habe? Sag ich, keine Ahnung. Das sagt er, weißt du, er und sie sind Professoren an der Universität und sind Anthropologe. Und sie kommen schon ein Jahr in der Chapter, jedes Mal höre zu und sagen, es ist toll, haben sich nie bekehrt. Und dieses Abend haben sich alle beide bekehrt. Ich habe mit denen noch geredet, es ist richtig tief reingegangen. Und sagte, weißt du, wir haben uns so gefreut. 17 Leute haben sich bekehrt. Kannst du das vorstellen, Piero? Ein ganzes Jahr hat sich niemand mehr bekehrt. 12 Mal Chapter, jeder Monat hat sich ein ganzes Jahr niemand. Und heute Abend 17 Leute. Und plötzlich sagte ich, haben sich niemand mehr bekehrt, ein ganzes Jahr lang, Zeit, dass die zwei Professoren da waren. Da guckt er mich an und sagt, ja, du hast recht. Zeit, dass die da sind, hat sich niemand mehr bekehrt. Dieses Wort, du wirst sterben. Du sagst, du wirst nicht sterben. Ich sagte, du wirst sterben. Das war ein Wort, das eine Kraft hat für die beiden. Die beiden haben so eine geistliche Autorität gehabt, dass sich niemand mehr bekehrt hat in diesem Chapter. Es können Leute kommen, die haben eine geistliche Autorität. Und das macht wie eine Decke, wie etwas lähmt. Der Heilige Geist hat das einfache Wort gebraucht. Dieses Wort war wie dieser Fluch zerbrochen worden. Und sie wussten in dem Augenblick, sie werden sterben. Wenn sie nicht Jesus annehmen, sie werden sterben. Und der Chapterleiter hat dann gesagt, du, den nächsten Monat, es haben sich immer wieder Leute bekehrt. Es ist offen gewesen. Die Weisheit von einem Mensch, die Theologie von einem Mensch hätte nicht geholfen. Ein prophetisches Wort von Gott, auch wenn man nicht immer verstehen kann, hat die Macht gehabt, das zu brechen. Und ich sagte etwas, ich werde heute Mittag mehr über das Übernatürliche sprechen. In der unsichtbaren Welt gibt es Flüche, gibt es geistliche Kräfte. Und die verhindern, dass Leute zum Glauben kommen. Die binden die Leute. Die Bibel sagt, Gott hat gesprochen zum Norden und zum Süden. Lasst los. Lasst meine Kinder kommen. Es gibt geistliche, dämonische Mächte, die verhindern, dass Leute zum Herrn können kommen. Die binden. Die kontrolliere. Und weißt du was? Wir brauchen Schlüssel vom Heiligen Geist. Wir brauchen Schlüssel vom Heiligen Geist, dass Leute wieder kommen, dass Leute geheilt werden, dass Leute sich bekehren, dass es wächst. Es ist nicht im Verstand, es ist nicht zuerst in der Organisation. Es ist durch die Kraft Gottes, es ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sage euch, ihr Männer und Frauen, wie dient, arbeitet mit dem Heiligen Geist zusammen. Es ist gut. Ich möchte sagen, wo ist er jetzt? Weißt du was, er ist ganz nah bei dir. Und er klopft an deine Tür, vielleicht ganz neu.
Vielleicht wolltest du nur seine Gabe. Oder vielleicht wolltest du nicht mehr so charismatisch, so extrem, diese falschen Sachen. Ja, es hat dich nicht mehr interessiert. Du möchtest wieder normal sein, niemand schockieren. Und er hat sich zurückgezogen. Die Bibel sagt, dass Gott sein Wort bestätigt mit Zeichen und Wunder. Ich habe das Wort vom Heiligen Geist ausgesprochen. Und ich weiß, du, wie gerade jetzt zuhörst. Und vielleicht hast du eine Tasse Kaffee gerade in der Hand. Aber das stört der Heilige Geist nicht. Ist bei dir, in deiner Wohnung. Und er möchte mit dir diesen Pakt machen, wie er mit mir gemacht hat. Wenn du ihn verletzt hast, wenn du im Moment ihn kritisiert und abgelehnt hast, oder weil du in deinem Verstand und in deine Gefühle mehr Wert gegeben hast wie im Heiligen Geist, kannst du jetzt Vergebung verlangen. Du kannst jetzt sagen, Heiliger Geist, tut mir leid. Stimmt schon, ich habe mich nicht getraut. Ich habe mehr meine Gefühle, mein Verstand vertraut als dir. Tut mir leid, komm zurück. Komm einfach zurück. Ich möchte mit dir ganz neu im Pakt eingehen. Ganz neu. Weißt du was? Und er wird kommen. Er wird kommen und wird es machen. Sei sensibel. Er ist da. Da, wo du bist. Da, wo du hörst. Er kennt dich. Viel mehr, als du das vorstellst. Er möchte dir vergeben. Er möchte ganz nah mit dir arbeiten. Er möchte so Partnerschaft machen. Jesus ist gegangen, dass er kommen kann zu dir. Dein Lehrer, dein Tröster. Dein Freund, dein Heiler. Er möchte mit dir arbeiten. Er möchte mit dir Jesus verherrlichen. Er möchte nicht, ja, dich groß machen. Er möchte aber mit dir Jesus groß machen. Jesus verherrlichen. Er möchte ihm die Ehre geben. Möchtest du das haben? Möchtest du das erleben? Sag, Heiliger Geist, du bist mein Partner, um Jesus zu verherrlichen, um Reich Gottes zu bauen. Nicht mein Reich, nicht mein Dienst, sondern ich möchte Jesus verherrlichen mit dir. Wenn du das willst, sprich mit ihm. Sag es ihm. Er weiß ganz genau, ob dein Herz ehrlich ist oder nicht. Mach es in Jesu Namen. Er ist da. Ich wünsche dir noch eine Zeit der Ruhe. Denk dran, in diesem Chaoszeit, die kommen wird, die gerade jetzt schon da ist. Er hat einen Plan für dein Leben, für deinen Dienst, für deine Familie, für deine Finanzen. Er hat einen Plan für dich. Er allein weiß es. Und er möchte dir helfen.